Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Nur trinken muss ich noch was. So, dann trinke ich noch mal eine schöne Soda. So, und pass noch ein bisschen auf die Knochen hier auf. Ach, hast du schon fertig gebaut? Ich habe gerade. Ja. Habe ich. Ich hatte noch einen Rest geholt von dem Material, was ich brauchte. Schädellampen können wir dann hier auch ein bisschen verteilen, anschließen, dass wir ein bisschen gucken können. Einen Wagen wollten wir bauen, glaube ich, ne? Jawohl, was braucht man dafür? So baust du ihn gerade, oder? Ja, da ist er. 21 Stöcker. Jawohl. Toll, ich habe ganze 6. Hab da noch was? Ja, ich habe keinen einzigen Stock drin. Gut, ja. Stöcker ist, glaube ich, auch ein bisschen schlecht hier, oder? Wie bitte? Stöcker sind auch, glaube ich, ein bisschen schlecht hier. Ja, aber egal, ich kloppe Bäume erstmal weiter. Und trink aber noch eine Soda, das hat eben gar nicht gereicht, die eine. Oh. Alter. Ja. Das hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst, doofe Kuh. Kommst du aufs Feuer? Da. Ich von diesem Geräusch erschrocken und dann hab gedacht, jetzt bin ich im Menü drin, Kopf wieder so an angerannt. Alter, müssen wir Bäume kloppen. Ich such mal diese Stöcke. Ja. Wieder einer? Nein, nein, das waren Stöcke. Ich habe aber so eher so einen Typen gehört, glaube ich. Das war ich mit den Stöcken. Aber das ist mein Fifi, der beim Schlagen Geräusche macht. Meinst du, der schnauft schon auf dem letzten Loch? Das war ein Wildschwein. Alter, habe ich das getroffen? Irgendwas hat sich nicht gesund angehört. Ja. Ich dachte, das greift mich an, weil es war voll laut bei mir. Vorsicht, Baum. Hier sind noch mehr Stücke. Ja, hier drüben bei mir sind tatsächlich welche zu finden. Scheint eine gute Ecke zu sein. Vorsicht, Baumfeld! Alter, ich klopp hier erstmal schön alles nieder. Da ist ein Lurchi. Drüben, beim Baum. Da, wo du jetzt stehst, könnte gleich ein Baum hinfallen. Ja, knapp. Oh, da kommt das getroffene Wildschwein. Es blutet auf jeden Fall.
Dein Wagen ist fertig. Perfekt. So, jetzt können wir ja gleich ordentlich Stämme einsammeln. Hier liegt auf jeden Fall schon einiges. Ich habe hier schon so ein bisschen durch den Wald Da rennt gewütet. wieder einer. Da rennen zwei, drei, vier. Oh Gott. Bei mir oder bei dir eher? An unserem Fundament vorbei. Alles ist okay. Richtung Krokodile. Dann sollen sie dahin laufen. Ich überfahre sie mit dem Wagen. Joa, hier kannst du richtig Gas geben. Ja. So. Bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, bis unser Fundament fertig ist. Rein, ey. Das geht schneller als du denkst. Jetzt sind es ja auch nur noch 104. Und ich habe auch schon so einiges gefällt, also von daher. Fäll noch ein bisschen, dann helfe ich gleich mit. Dass wir dann auf jeden Fall, dass ich, wenn wir das fertig haben, dann baue ich da eine Treppe hoch. Das war blödes Wildschwein. Ja, komm her, ich klatsche hier voll mit. Aua. Jetzt wart ab. Jetzt jage ich dich, du Mistvieh. Ja, geh weg. Will doch auch nur leben. Alter, mit dem ollen Beil erwische ich das aber auch nicht, ne? Okay. Weggespawnt. Keine Ahnung. Zu weit weg. Außerhalb meiner Sichtweite. Dann lässt es mich vielleicht auch in Ruhe. Okay. So. Dann lege ich den hier noch um. Dann gucke ich auch noch mal nach ein paar Stöcker vielleicht. Dass wir einen zweiten Wagen bauen. Ich glaube, das wäre ganz praktisch bei einem größeren Bauvorhaben mit zwei Holzwagen. Schaden kann es mit Sicherheit nicht. So, dann riste ich mal meinen Speer wieder auf. Nee, falsche Taste. Und gehe mir noch ein paar Stöcker kloppen. Wenn du mit dem Wagen direkt drunter parkst, da kannst du auf Dauer eh. Geht das? Ich habe eben nämlich da mit den Hölzern da drin gestanden, da ging das nicht. Da hat er mir das nicht angezeigt, das Zeichen. Das ist richtig cool, ey. Ich habe den ganzen Wagen gerade richtig du eingebaut. Das hat sich angehört wie so ein Bug, aber es hat funktioniert. Ein Wildschwein. Blöde Kuh, was willst du denn? Hau ab hier. Wo bist du? Ah, dort, ja. Mich schaut einer an. Jetzt will ich mir meine neue Oh, Waffe nehmen. sie sind zu dritt hier. Ich komme dir helfen. Eine habe ich kaputt. Ja, hier ist noch ein zweiter und ein dritter. Und also als Tipp, was ich halt auch von Zugucken weiß, immer so seitwärts gehen, dann treffen die dich nicht. Einer haut ab, okay. Nimmst du dir die Tussi mit aufs Feuer? Ja, der andere hat mich Oder der. angreifen wollen, der Und dann ist er wollte mich abgehauen. anspringen, ich bin zur Seite gesprungen. Da ist er an mir vorbeigerannt. Aber auf jeden Fall schon mal Knochenvorrat. Ich kann auch schon wieder drei Rüstungsteile gebrauchen. Meine Echsenhäute wurden mir schon weggekloppt. Was habe ich denn an Knochen? Das sieht aus wie 14. uns. Zumindest, eins musst du sagen, die zwei Gestelle sehen noch stylisch aus. Gut gefüllt, perfekt. Tragen, tragen. Sehr schön.
So. Alter, ich bin echt gespannt darauf, wenn das hier fertig wird. Aber wir haben hier mit den Krokodilen und Wildschweinen auch harte Gegner, ne? Einzige, was wir natürlich nicht so viel haben, sind Rehe. Und davon werden wir noch Die einige Krokodile brauchen. finde ich, voll leicht. Du musst nur hinter ihnen Aua. bleiben. Mir ist warm. Du musst nur hinter ihm bleiben bei den Krokodilen. Da finde ich diese Eingeborenen schon viel heftiger als Gegner. Ich habe gerade ein Schweinchen gesehen. Also ich weiß, wir brauchen Wildschweine, 8 Stück mal später irgendwann. Ob wir sie jetzt verwenden können für irgendwas, weiß ich noch nicht. Wir essen sie. Ja, halt die heute bräuchten wir für einen Wärmeanzug später mal. Okay. Ein Fleisch mal im Inventar? Okay, perfekt. So, ich wollte noch Stöcker sammeln, um den Wagen da oben fertig zu bauen. Und aus irgendeinem Grund ist der Speer hier gar nicht so. Normalerweise gehen doch diese dünnen Dinger immer mit Einmalschlagen kaputt. Hast du nicht richtig getroffen vielleicht? Jetzt ist Wo die. bist du hin? Zack. So. Jetzt habe ich das so gemacht. 5 Stöcke noch. Zack, 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 Eins. zack, 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 zack. So, bitte gib mir noch irgendwo mal 5 Stöcker. Ah, hier oben wird's kahl mit Bäumen. Wir werden rausfinden, ob das eine gute Idee war, hier zu bauen oder nicht. Ich denke schon. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, habe ich das so, würde ich mal so sagen, ne? Das hat's überall. Ja, ich glaube, jetzt gerade so zum Anfang noch ist es eventuell ein Nachteil, hier zu sein. Da wäre woanders im Wald wahrscheinlich besser. So, mein Wagen ist auch fertig. Jetzt komme ich mit zum Stämme sammeln. Das ist mit dem Controller gar nicht so einfach zu steuern, merke ich gerade. Meine. Ach, hier unten liegen die. Ich habe die gerade gesucht. Direkt 69 nur noch. Ich finde, die Wagen sind voll Hammer. Ja. Die machen sich auch wirklich bezahlt. Und später diese ganzen Lager. Ja, genau. Man kann auch auf die Wagen, glaube ich, sogar Leichen packen, ne? Ich glaube, da kannst du alles drauf packen. So ziemlich alles auf jeden Fall, ja. Ja, das ist klar. Okay, lieber dann nicht. Die schmeiße ich nicht weg. So. Keine Ausdauer mehr. Aber gerade ein bisschen rumgebackt hier. Wie bitte? Da gerade ein bisschen rumgebackt eben, weil er keine Ausdauer hatte. Einzige Problem, was wir jetzt tatsächlich gerade noch haben,
Wir müssen uns hier gleich so einen kleinen Unterstand bauen, denn wir können nachts noch im Moment noch nirgendwo schlafen. Ja, ich sag so, wenn wir eine Nacht noch so überleben, dann funktioniert es, dann ist unser Fundament fertig und wir können dann unser Zeug richtig draufbauen. Ja, das Ding ist einfach wegen Bäume nachwachsen. Also wir müssen halt sonst immer weitere Wege laufen. Wobei, gut, okay, noch geht's, sagen wir mal, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt noch anfangen, noch weiter zu laufen,